Hallo und willkommen zur Fortsetzung der Diskussion zu Update-Protokollen bei repliziertem Speichern. Im vorherigen Video haben wir uns einen Überblick verschafft, welche Möglichkeiten und welche Aspekte Sie bedenken müssen, wenn Sie repliziert gespeicherte Daten verwalten. Diskussion über Push-Pull und so weiter. In diesem Video möchte ich mit Ihnen konkret ein paar Beispiele für Konsistenzprotokolle durchsprechen. Ich betone Beispiele, das ist ein sehr weites Feld. Es gibt viele Spielarten, wir können das hier nur beispielhaft behandeln. Also, wir brauchen ein Protokoll, das uns tatsächlich sagt, wer wann, wo, welche Daten wie verändert, wer Verantwortung für welche Daten übernimmt, welches Konsistenzprotokoll sich dadurch realisieren lässt. Und obwohl wir hier noch nicht die Diskussion führen, was passiert, wenn ein Teilnehmer ausfällt, das haben wir hier schon mal im Hinterkopf. Wir bereiten vor, dass in einem bald kommenden Kapitel Geräte auch ausfallen werden. So, um jetzt einen gewissen Überblick hier zu verschaffen, kann man Konsistenzprotokolle zunächst klassifizieren. Eine typische Klassifizierung von Konsistenzprotokollen kann man dahingehend machen, ob es für ein Datum eine sogenannte Primary Copy gibt, sozusagen das Original aus diesem Datum, und alles andere sind Kopien dieses Originals. Backup Replicas oder einfach nur Replika dazu. Mit einem solchen Primary Copy, mit dem verantwortlichen Teilnehmer für ein bestimmtes Datum, ist das der natürliche Ort, um sich um Schreiboperationen zu kümmern, um insbesondere dafür zu sorgen, dass bestimmte Konsistenzeigenschaften und Konsistenzmodelle eingehalten werden, dass die Forderungen von Konsistenzmodellen erfüllt werden. Ohne eine Primary Copy werde ich in aller Regel alle, manchmal vielleicht aber auch nur manche der Teilnehmer involvieren müssen. Dieses nur manche Teilnehmer involvieren in eine Aktualisierung, das besprechen wir separat im nächsten Abschnitt zu quorenbasierten Protokollen. Hier gehen wir mal davon aus, dass wir entweder eine Primary haben oder alle Teilnehmer mit involvieren. Wenn wir eine Primary Copy noch unterstellen, dann ist eine weitere mögliche Klassifizierung, ist die Lokation dieser Primary fix auf einem Teilnehmer oder kann sich dieser Lokation dieser Primary verändern, um sich dadurch zum Beispiel an unterschiedliche Lastmuster anzupassen. So, gehen wir das der Reihe mal durch. Wir fangen an mit Primary-basierten Protokollen und schauen, was da passiert. Zunächst mal machen wir etwas, was Sie jetzt wundern wird. Wir machen ein Primary-basiertes Protokoll ohne Backup-Copies. Wir haben also keine Replikation. Das ist kein repliziertes Protokoll oder Replikation unterstützendes Protokoll. Das ist hier nur der Vergleichsfall und damit kann ich auch das Bild erklären, mit dem wir uns das gleich vorstellen werden. Das heißt dann ja, da ich kein Replikat habe, da ich keine Backup-Copies habe, muss ich alle Aktualisierungen, also alle Schreiboperationen an dieser einen Primary Copy durchführen, offensichtlich. Anders gesagt, ich habe ein kleines Serversystem. Das ist nur eine andere Formulierung für ein kleines Serversystem mit den bekannten Performance-Zuverlässigkeitsproblemen. Wie sieht das mit der Konsistenz aus? Überlegen Sie sich bitte nochmal, warum das nicht strikte Konsistenz erzeugt. Das können Sie in den Folien weiter vorne direkt finden. Aber alles andere, sequenziell und schwächer, können Sie hiermit bequem und einfach unterstützen, da Sie ja den einen Serialisierungspunkt haben durch Ihre Primary Copy. Das wird jetzt immer wieder das Argument sein, die Primary Copy ist der Lokus der Serialisierung. Also ein Beispiel. Wir werden Folgendes unterstellen, hier und in den folgenden Bildern. Wir haben vier Teilnehmer an unserem Speichersystem, an unserem eigentlich replizierten Speichersystem. Das sollen diese kleinen Festplattenbildchen hier andeuten, das soll der Speicher sein. Und wir haben einen davon hier zunächst mal als Primary, P-Primary, ausgezeichnet. Ich habe einen Schreiber hier auf der linken Seite, ich habe einen Leser hier auf der rechten Seite und mache hier so eine Schreiboperation. Eine Schreiboperation würde hier funktionieren. Der Writer redet mit seinem lokal assoziierten Instanz des Storage-Systems, sagt, ich möchte gerne schreiben. Wir haben ein Primary ohne Replika, also muss diese Schreiboperation hier zu dem Primary weitergereicht werden, woraus eine Bestätigung erfolgt. Das hat ja erstmal alles funktioniert.
Später lesen wir hier, der Leser redet mit seinem lokal assoziierten Instanz seines Speichersystems. Und jetzt ist es hier vielleicht so organisiert, dass wir nicht direkt von S4 nach S2 kommunizieren können. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, wir müssen in einem Peer-to-Peer-System erstmal die Lokation, die Ort von unseres Primaries finden. Es kann für unterschiedliche Daten unterschiedliche Primaries geben. Dann werde ich mich hier durchfragen und hier vielleicht das Resultat zurückbekommen. So, und Sie sehen, dass alleine hier schon eine Menge von Variationen existieren. Sie könnten jetzt hier sich vielleicht durchfragen müssen, aber vielleicht können Sie das Resultat direkt an S4 schicken, ohne über S3. Und so weiter. Viele, viele Variationen. Aber das interessiert uns ja ohnehin nicht so sehr, der Fall, keine Replikation. Eigentlich möchte ich ja mein Primary durch Backups unterstützen. Also ein Primary-Backup-Verfahren, bei dem ich jetzt hier noch dafür sorge, dass meine Schreiboperation beim Primary passieren. Dafür ist es da. Ich habe also ein sogenanntes Remote-Write-Protokoll. Aus den lokalen Kopien werde ich meine Leseoperationen bedienen. So dass Sie jetzt sofort die Frage sehen, ich habe meine Schreiboperationen bei der Primary-Kopie, die lokalen Replikate, die lokalen Backups bedienen die Leseoperationen. Wie halte ich die aktuell? Wie sorge ich dafür, dass eine Schreiboperation sich bei den Leseoperationen, bei den anderen Replikaten niederschlägt, um dort die Leseoperationen durchführen zu können? Also, was ist das Konsistenzmodell, das ich hier unterstütze? Und das hängt jetzt sehr von den Details ab. Ich zeige Ihnen zwei Beispiele. Als erstes Beispiel schauen wir uns ein Remote-Write-Protokoll an. Ich schreibe bei der entfernten Primary-Kopie, aber ich blockiere die Schreiboperation in folgendem Sinne. Heißt, gleiches Szenario wie eben, Schreiber links, Leser rechts, vier Instanzen. Heißt, ich schreibe bei S1, bei meinem lokal assoziierten Speicher. Der Schreibzugriff muss weitergegeben werden zum Primary. Und jetzt wird das Primary sagen, okay, ich muss eine Aktualisierung durchführen und ich sorge dafür, dass ich diese Aktualisierung überall, bei allen Replikaten durchführe. Das ist ein Push-Modell, nicht? Unsere Primary Copy, unsere Primary Instance pusht diesen neuen Wert an alle Replikate, macht also hier Updates an S1, 3 und 4, wartet auf das Eintreffen der Acknowledgements und schickt erst dann das Okay zurück an S1, dass hier die Schreiboperation jetzt wirklich abgeschlossen ist. Erst nach dem Eintreffen dieses Okays des Primaries darf S1 das Okay an seinen Schreiber zurückreichen. Aus dieser Struktur folgt, dass Sie sequenziell und alle schwächeren Konsistenzmodelle unterstützen können. Sie können sich noch überlegen, was Sie jetzt hier für die Update-Messages unterstellen müssen. Wenn Ihnen das unklar ist, fragen Sie in den Diskussionsrunden das bitte. Sie können sich auch überlegen, was passieren würde, wenn Sie hier schon ein Okay geben würde. Überlegen Sie sich, was passiert, wenn Sie mehrere Schreiboperationen überlappend haben, wenn dann doch was ausfällt. Sie sehen sofort Beispiele, bei denen das nicht das erfüllt, was Sie haben wollen. Sie müssen warten, bis Sie das Okay des Primaries an dieser Stelle haben, um sicher zu sein, dass, ja, wessen sind Sie sich sicher? An dieser Stelle kann sich S1 sicher sein, dass das Primary die Daten überall hin verteilt hat, dass also alle Leseoperationen nach diesem Okay das neue Datum lesen werden. Vielleicht ein noch neueres, aber mindestens dieses. Und das können Sie jetzt Ihrem Schreiber bestätigen. So, und ein Leser wird jetzt natürlich hier dieses aktualisierte Datum lesen. Dafür haben wir das Protokoll ja so gebaut. Okay? Was ist der Nachteil? Der Nachteil ist, dass Sie hier lange warten. Es ist ein blockierendes Schreiben. Eigentlich ist hier ja schon viel passiert. Eigentlich haben Sie hier Ihre Aktualisierungsnachricht ja schon an Ihr Speichersystem übergeben, das sich jetzt eigentlich hier drum kümmern sollte. Also, wie wäre es mit einer Variante, bei der wir hier nicht blockieren? Also ein Remote Write mit einem Non-Blocking Write. Das würde so folgendermaßen aussehen. Ich schreibe hier und kann hier direkt weitermachen, weil ich hier unmittelbar ein Okay zurückbekomme. Hier ist es gezeichnet, erst nachdem ich diese Write-Operation an das Primary gegeben habe. Man könnte das hier auch schon direkt oben drüber machen. Beides würde vergleichbare Konsistenzeigenschaften hervorbringen.
Also, Sie machen hier Non-Blocking, Sie machen hier direkt das Okay, wenn S1 die Verantwortung dafür übernommen hat, diese Schreiboperation weiterzuführen. Der Rest ist gleich, Write, Update überall, Acknowledgements und hier sehen Sie dann diese Leseoperation. Das ist falsch, das ist ein Non-Blocking Write hier. Ja, hier ist die Behauptung, dass es nicht mal unbedingt sequenziell ist. Je nachdem, wie sich S1 überlegt, wie sich S1 benimmt, bauen Sie sich bitte dazu Beispiele und überlegen Sie sich, als kleiner Hinweis, überlegen Sie sich, was passiert, wenn S1 nach diesen Schreiboperationen wieder Leseoperationen durchführt. Dann werden Sie sehen, dass es hier nicht unbedingt zu dem Verhalten kommt, das Sie hier sehen wollten aus einer sequentiellen Operation. Okay, so, wie ist das denn jetzt? Stellen Sie sich mal genau diesen Fall nochmal vor. Sie machen hier Schreiboperationen und lesen und schreiben und lesen und schreiben. Und Ihr Primary ist immer noch weit weg. Wie ist das mit Lokalität? Diese Protokolle, diese beiden, die wir jetzt gerade angeschaut haben, unterstützen Lokalität in keiner sinnvollen Form. Lokalität, Sie erinnern sich aus der SSSP oder KMS, wenn Sie eine Variable einmal benutzen, dann ist es ziemlich wahrscheinlich in typischen Programmiermustern, dass Sie diese Variable gleich darauf nochmal benutzen. Es ist wahrscheinlich, es ist nicht sicher, aber immerhin. Das heißt, ein solches Protokoll, bei dem Sie Remote Writes machen, haben Sie immer wieder die Notwendigkeit, das Schreiben woanders zu tun und gerade im Blocking-Fall immer wieder noch zu warten, bis das bestätigt ist. Wie wäre es also mit der Idee, dass Sie das Primary dahin bewegen, wo viel Aktivität in Ihrem System ist? Sie haben ein Local Write Protokoll, kein Remote Write, sondern ein Local Write Protokoll. Local Write Protokolle gibt es wieder in verschiedenen Varianten. Fangen wir erstmal an als einfachsten Einstieg darin, ein Local Write Protokoll ohne Backup. Ist wieder nicht repliziert, ist wieder nicht redundant gespeichert, nur so zur Idee. Ich habe also eine einzelne Kopie für mein Datum und das tue ich dahin, wo zuletzt geschrieben wurde. Als grobe Heuristik in der Hoffnung, dass es dort dann vermutlich auch weiter benutzt werden will. Da gibt es jetzt viele Variationen, was Sie da machen können. Hier ist, wir bewegen beim Schreiben. Mache ich das auch beim Lesen? Mache ich das vielleicht erst, wenn dreimal vom gleichen Ort geschrieben wurde? Warum zögere ich vielleicht damit, das zu verändern? Naja, warum zögere ich damit, den Ort des Primaries zu verändern? Weil ich ja dann Datenstrukturen aktualisieren muss, die mir sagen, wo ich ein bestimmtes Datum finde. Das kann sein, dass ich Peer-to-Peer-Tabellen ändern muss. Das kann sein, dass ich irgendwo Pointer hinterlassen muss, die mir sagen, nein, es ist nicht mehr auf S2, es ist jetzt auf S4. Und von S4 ist es nach S17 gewandert. Wenn Sie das ungeschickt handhaben, dann müssen Sie eine lange Kette von Pointern verfolgen, indem Sie erst denken, es ist bei S2, bei S4, bei S17, bei S99, bis Sie es tatsächlich gefunden haben. Also das kann Aufwand verursachen, vielleicht daher erstmal langsam, erstmal gucken, ob es sich wirklich lohnt, es zu verändern. Oder wenn Sie eine hierarchische Struktur gebaut haben, die Ihnen hilft dabei, den Ort, die Lokation eines Datums zu finden, dann müssen Sie diese Hierarchien anpassen. Also, es gibt keine Antworten, nur Trade-offs. Wenn Sie aggressiv den Ort der Lokation ändern, müssen Sie aggressiv Ihre Verwaltungsdatenstrukturen ändern. Wenn Sie hier zögern, haben Sie am Anfang während des Zögerns vielleicht schon zu viel Zeit oder zu viel Aufwand verschwendet, den Sie hätten auch direkt benutzen können. Wäre natürlich toll, wenn Sie in die Zukunft gucken könnten und sagen könnten, dieser Schreiber wird jetzt noch 500 Mal auf diese Variable zugreifen oder er wird nur einmal zugreifen und kommt nie wieder. Das würde Ihnen helfen, aber wie immer, Glaskugeln sind schwer lieferbar. Wie sieht das im Beispiel aus? Im Beispiel sieht das aus, Sie haben einen einzelnen Server, den wir migrieren werden, den wir als Local Write zum Ort des Zugriffs schieben. Hier machen wir jetzt ein Beispiel, bei dem wir sagen, wir machen das sogar bei einer Leseoperation. Also ich lese hier und dieses S4 hier ist nicht im Besitz dieses Datums, macht also ein sehr aggressives Verschieben der Verantwortung, macht also ein Get
holt sich dieses Datum, übernimmt die Primary-Rolle. Das soll hier angedeutet sein. Wir haben hier nur eine normale Festplatte, nicht mehr mit dem P. Übernimmt die Primary-Rolle, gibt das Resultat zurück und dann können Sie hier lokal lesen, schreiben, was auch immer. Ohne ein Backup ist das ja noch relativ simpel, dann würden Sie jetzt hier einfach weiterschreiben. Okay, wir wollen es natürlich mit Backup, nicht? Also, Option 2. Wir migrieren das Primary, haben aber trotzdem Backups mit dem Spiel, sodass ich die Schreiboperation zwar lokal ausführen kann, sie aber trotzdem auf meine Backups verteilen muss. Und meine Reads würde ich jetzt hier, damit das irgend plausibel ist, wenn ich jetzt auch bei einem Read wieder verlagere, dann habe ich wenig gewonnen. Also wie wäre es mit der folgenden Kombination? Bei Write verschiebe ich die Primary-Rolle, sodass ich lokal schreiben kann, in der Hoffnung, dass viele Schreiboperationen hintereinander noch auftreten werden und ich dann nicht blockierend weiterarbeiten kann, aber trotzdem die Updates verteile und die Reads lokal halte. Sie merken, sofort gibt es hier wieder eine Aufsplittung in viele, viele verschiedene Optionen. Entsprechend, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, das Konsistenzmodell ist das. Das hängt davon ab, ob Sie Blocking oder Non-Blocking operieren, wie wir das auch ohne das Verschieben des Primaries hatten. Im Bild sieht das so aus. Sie haben Ihren Primary, das Sie migrieren und mit Backups auf den anderen Instanzen unterstützt. Sie machen jetzt hier ein Write in dem Beispiel. Bei dem Write holen wir uns jetzt die Primary-Rolle hierher, sodass wir in Zukunft hier die lokalen Writes bedienen können, natürlich auch die lokalen Reads. Wir haben hier die Primary-Rolle und werden jetzt hier Aktualisierungen an alle Kollegen verschicken, die AXE warten. Das ist hier ein Beispiel mit blockierendem Schreiben. Da ist es vermutlich gar nicht so furchtbar nützlich, das zu tun. Das Local Write mit dem Verschieben des Primaries ist vermutlich dann plausibel, wenn Sie das mit einem nicht blockierenden Schreiben verbinden, sodass Sie Schreiben lokal geschrieben haben, unmittelbar weiterarbeiten. Aber Sie haben es immerhin geschrieben. Sie haben es tatsächlich mal an einer Stelle geschrieben, anders als wir das vorhin hatten. Okay, ist das jetzt schlau? Ist das jetzt gut? Ist das jetzt insgesamt eine schöne Struktur? Wie sieht das denn aus mit den Pro und Cons, wenn ich mir Primary-Based-Protokolle anschaue? Naja, einerseits ist es natürlich einfach. Nicht dieses Primary ist mein natürlicher Punkt, an dem ich Serialisierung von mehreren Schreibzugriffen, die sich irgendwie überlappen können, das kann ich da ganz einfach an der Stelle entscheiden. Klar, die Protokolle sind eigentlich auch relativ simpel. Es sind einfache Acknowledgement-Protokolle, es ist einfach, hier hast du Protokolle. Nachteil: Es ist ein Bottleneck. Es kann zum Bottleneck werden, wenn Sie ein populäres Datum haben. Dann hat dieser Primary viel zu tun. Und er ist möglicherweise ein Single Point of Failure. Wie sieht das mit diesem Bottleneck aus? Naja, haben Sie wirklich nur ein einziges Datum? Wahrscheinlich haben Sie doch viele, viele Variablen, viele, viele Daten, die Sie da reinlegen wollen. Und es muss ja nicht jedes Datum durch den gleichen Primary behandelt werden. Typischerweise, gerade in den Local-Write-Protokollen, würde sich das ja von alleine einstellen. Typischerweise ist es doch vermutlich eine schlaue Idee, die Rolle der Primaries über die Teilnehmer in ihrem System zu verteilen. Okay, also das hilft schon mal. Macht es natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, das Primary zu finden, aber dazu haben wir uns ja Peer-to-Peer, Pointer-Forwarding oder sonst was überlegt. Das mit dem Single Point of Failure, wie sieht das aus? Ich weiß, wir machen noch keine Failure in diesem Kapitel, aber naja, die Daten sind ja schon noch da, hoffentlich, ne, je nachdem, in welchem Zustand sie sind. Hoffentlich sind die Daten ja schon noch da. Sie müssen aber dann trotzdem irgendwie detektieren, dass ein Primary ausgefallen ist. Dann müssen Sie unter den Verbleibenden ein neues Primary auswürfeln, ausidentifizieren, eine Leader Election machen, um das zu tun. Also das geht, aber verursacht im Fehlerfall eben Aufwand. Was haben wir denn für Alternativen? Wir haben die Alternative, dass wir keinen Primary benutzen und alle Teilnehmer tatsächlich die gleichen Aufgaben übernehmen. Das nennt man dann Active Replication, eine aktive Replikation, und natürlich müssen wir dann auch die Schreiboperation entsprechend überall hin replizieren. Das sieht folgendermaßen aus. Ein Active Replication Verfahren muss dafür sorgen,
dass alle Schreiboperationen an alle Replikas verteilt werden. Klar, jetzt können Sie nicht nur lokal irgendwo schreiben und hoffen, dass sich das rumspricht. Können Sie auch, aber ist vielleicht nicht die Idee dabei. Je nachdem, was für ein Konsistenzmodell Sie haben wollen, ist es jetzt eine naheliegende Idee, dass Sie diese Writes durch ein entsprechendes Gruppenkommunikations-Multicast-Protokoll mit entsprechend dazu passender Gruppenkommunikationssemantik verbreiten. Wenn Sie die Synchronisation wieder zentralisiert machen, haben Sie eigentlich nichts gewonnen. Ne? Dann sind wir zurück auf Los an der Stelle. Wenn Sie jetzt also zum Beispiel einen zentralisierten Sequencer nehmen würden in einem Atomic Multicast-Protokoll, womit Sie sequentielle Konsistenz unterstützen könnten, dann sind Sie wieder zurück auf Los. Es ist immer noch der Single Point of Failure durch diesen Sequencer. Also, Vorschlag, wir machen eine verteilte Version unserer Gruppenkommunikationsprotokolle, nehmen die richtige Semantik dazu, die zu dem Konsistenzmodell passen muss. Also zum Beispiel, wenn Sie kausale Konsistenz nehmen, dann nehmen Sie ein CBcast-Protokoll und dann passt das alles schön zusammen. Sieht folgendermaßen aus. Sie machen hier Ihre Schreib- und Schreiboperationen, jetzt haben wir mal zwei Schreiber hier als Beispiel im Feld. Und Sie machen hier Ihre Updates und Sie machen Ihre Updates. Und jetzt können Sie sich überlegen, ne, kausal, atomar, wie immer Sie es gerne ausgeliefert hätten. Das wäre das Active Replication Protokoll. Wenn wir jetzt sowieso schon so weit sind, und das passt jetzt besser zur Active Replication, Sie können es im Prinzip auch mit den Primaries machen, aber bei den Active Replications sieht man das besser. Da jetzt hier ja meine Update-Operationen direkt überall ankommen, was ist denn jetzt, wenn diese Update-Operation eigentlich ein Methodenaufruf ist und ich hier nicht nur einen neuen WIR42 schreibe, sondern eine Methode aufrufe? Naja, wenn diese Methode jetzt einfach auch nur den Wert auf 42 setzen soll, dann passiert da gar nichts. Aber was passiert, wenn ich aus meinen Methodenaufrufen, die ich repliziert bei meinen Objekten aufgerufen habe, wiederum während des Methodenaufrufs eine Methode aufrufen will? Möglicherweise ebenfalls bei einem replizierten Objekt. Sie ahnen, dass das schiefgehen kann. Nicht, wenn ich mich jetzt hier naiv anstelle, wie auf der nächsten Folie, dann wird das hier, wenn jetzt jedes Replika für jedes Objekt wieder bei jedem anderen Replika des nächsten Objektes wieder aufruft, dann haben Sie ein exponentielles Wachstum, dann haben Sie eine Art Kernschmelze in Ihrem System produziert. Also, das wäre die naive Idee. Nicht? Sie machen hier, Sie haben Objekt O repliziert, bei O rufen Sie Methode M1 auf, das verteilen Sie hier noch, aktive Replikation. Und jetzt machen Sie bei O innerhalb der Ausführung der Methode M1, rufen Sie jetzt wieder M2 auf. Und das replizieren Sie im Sinne der aktiven Replikation und jetzt haben Sie schon die nächste Potenz hier erzeugt dann aufrufen, wenn Sie jetzt hier noch da drin jeweils M3 aufrufen. Exponentielles Wachstum Ihrer Aufrufe. Also das geht natürlich nicht. Das heißt, wir müssen hier die Geflügelschere ansetzen und ein paar dieser Aufrufe loswerden. Wie machen wir das? Naja, Sie dürfen aus so einer Methode, die zwar separat bei einzelnen Objektreplikaten ausgeführt wird, die weiteren folgenden Aufrufe nur genau einmal machen, die dann wieder zu den nächsten Replikaten gehen. Also wäre vielleicht die Idee, wenn ich ein repliziertes Objekt habe, dann ist das zwar repliziert und ich führe auch bei jedem Replikat die Methoden durch, aber unter diesen replizierten Objekten ist eines gleicher als die anderen. Sagen wir mal Koordinator dazu. Und er hat die folgende Rolle. Der Koordinator hat die Rolle, der ist dafür zuständig, Methodenaufrufe bei anderen replizierten Objekten auszusenden. Überhaupt Methodenaufrufe, RMI-Aufrufe auszusenden. Es ist egal, ob das andere Objekt repliziert ist oder nicht. Und dieser Koordinator hat dann die Aufgabe, Methodenaufrufe bei anderen Objekten, bei anderen Remote-Objekten aufzurufen. Ob das andere Objekt repliziert ist oder nicht, tut nichts zur Sache. Die anderen Nicht-Koordinator-Replikate tun das nicht. Die sehen zwar, ich soll hier M17 bei Objekt 5 aufrufen, das tun wir aber einfach nicht.
Ja, aber so ein Objektaufruf, der gibt Ihnen doch vielleicht Resultate zurück. Erstens müssen Sie wissen, ob es geklappt hat, also gegebenenfalls Exceptions oder so bekommen. Und möglicherweise kriegen Sie ja auch Resultatwerte daraus zurück. Also nehmen wir die her. Naja, wer hat denn die Resultate bekommen? Den eigentlichen RMI-Aufruf macht der Koordinator. Also hat der die Resultate. Also müssen wir an den das zurückschicken, müssen wir das von dem holen? Könnte man tun, nicht? Oder wenn das aufgerufene Objekt weiß, dass der Aufrufer repliziert war, dann kann das aufgerufene Projekt im Reply die Antwort direkt verteilen. Wir sparen uns das einmal über die Bande spielen beim Koordinator. Also, wenn das jetzt wieder ein repliziertes Objekt ist, wer macht dann das Reply? Der Koordinator des aufgerufenen Objektes. Okay? Ich zeige es Ihnen im Beispiel. Also, ich habe, was haben wir denn hier? Wir haben ein nicht repliziertes Objekt O, um des Beispieles willen, und ich habe P und Q habe ich repliziert. P ist bei S1, S2, S3 repliziert und hat sein Koordinatorinstanz bei S2. Q ist auf S3 und S4 repliziert und der Koordinator von Q lebt auf Instanz 4. Okay? Hat folgendes zur Auswirkung: Mein Aufrufer, das ist jetzt kein Reader oder Writer, das ist jetzt ein Aufrufer. Ich weiß nicht, ob das ein Lese- oder Schreibaufruf ist, was da passiert. Mein Aufrufer führt bei dem nicht replizierten Objekt O, von dem er rausgekriegt hat, dass das auf S1 liegt, ruft die Methode M1 auf. Okay? Innerhalb der Methode M1 von Objekt O kommt es dazu, dass sich bei Objekt P, dem replizierten Objekt P, die Methode M2 aufrufe. O weiß, P ist repliziert. O weiß auch, dass es selbst nicht repliziert ist oder repliziert Größe 1 und ist damit sein eigener Koordinator. Also O ruft bei allen Replikaten von P, die auf S1, S2 und S3 existieren, die Methode M1 auf. Okay. Alle drei Replikate fangen an, M1 auszurechnen und stellen fest, oh, es kommt zum Aufruf einer weiteren Methode, nämlich der Methode M3 bei Objekt Q. Haben alle drei gemerkt. Alle halten an, bis auf den Koordinator. Der Koordinator von P, der bei S2 war, der führt tatsächlich den Methodenaufruf durch. Ruft bei Q, bei S3 und S4 die Methode M3 auf. Methode M3 bei Q wird ausgeführt, wird beendet und hat eine Antwortnachricht. Und diese Antwortnachricht, die schicken wir jetzt eleganterweise, weil Q ja auch weiß, dass P repliziert war, die schicken wir jetzt eleganterweise hier direkt zurück an die drei Replikate. Jetzt passiert von der Semantik her eigentlich genau das, was Sie erwarten. Fußnote: Wir unterstellen natürlich deterministische Ausführung. Wenn da irgendwelcher Zufall zwischen den Replikaten im Spiel ist, funktioniert das alles nicht. Also deterministische Ausführung. Es passiert von der Semantik her schon das Richtige, ne? Es passiert allerdings von der darunterliegenden Netzwerktechnik was Drolliges, ne? Sie kriegen hier eine Antwort auf eine Frage, die Sie nie gestellt haben. Ja. Da ist ein bisschen Teufel im Detail, da muss jetzt Ihr Skeleton und Stub muss in der Lage sein, mit sowas umzugehen, dass es jetzt hier so eine Antwort bekommt. Ist auch ein lustiges Sicherheitsproblem, ne? Auf einmal kommt da eine Antwort von jemandem, mit dem Sie nie geredet haben. Woher wissen Sie, dass das derjenige ist, von dem Sie die Antwort entgegennehmen sollten? Muss man alles nachdenken, aber dazu gibt es entsprechende replizierte Objektsysteme, die Ihnen diese Arbeit abnehmen sollten. Sehr schön. Ja, das ist eigentlich die Idee oder die wesentlichen Fragen der Konsistenzprotokolle. Nochmal zur Zwischenzusammenfassung. Wir haben uns überlegt, den Fall, wir haben Remote-Write-Operationen, Remote-Write-Protokolle ohne Replikation und mit Replikation, also Primary Backup-Systeme. Wir haben Local-Write-Protokolle uns überlegt, ohne Replikation, mit Replikation. Local-Write heißt, Sie führen die Schreiboperation auf Ihrer lokal assoziierten Instanz
des Storage-Systems durch. Im Zweifel holen Sie sich die Primary-Rolle zu sich heran. Idee ist, Sie können Lokalität ausnutzen. Passt gut mit Non-Blocking-Write-Protokollen zusammen. Wir haben uns bei der Active Replication noch überlegt, dass das auch eigentlich per se vom Lesen-Schreiben her funktioniert, wenn Sie keine Primaries haben. Sollten Sie allerdings Objekte replizieren, dann ist so ein Primary eminent nützlich, um das Weiterreichen von Methodenaufrufen aus dieser Gruppe der replizierten Objekte heraus sinnvoll zu unterstützen. Okay? Sie merken, großes Entwurfsfeld, großes Entwurfsspektrum, das Sie hier zur Verfügung haben. Und es ist noch gar nicht mal alles. Wir können uns jetzt ja noch überlegen, was passiert, wenn ich gar nicht alle meine Replikate hier mit involvieren möchte in einem solchen Active Replication Fall, sondern so eine Teilmenge. Unter welchen Bedingungen ist denn eine Teilmenge gut genug? Und das machen wir im nächsten Video, wenn wir über quorumbasierte Verfahren reden. Aber zunächst mal danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video.